Wir sind hier also vor der Kiwara-Savanne. Die Anlage wurde im Jahr 2004 eröffnet. Und hier leben gemeinschaftlich verschiedene afrikanische Huftiere und Vogelarten. Wir haben auch eine ganze Menge an Tieren hier draußen auf der Anlage, auch wenn es hier vorne gerade ein bisschen dünn besiedelt aussieht. Aber die größten hier bei uns kann man gerade schön beim Fressen beobachten. Und zwar die Rotschildgiraffen. Die Rotschildgiraffe ist auch so neben der Netzgiraffe die am häufigsten in Zoos gehaltene Giraffenunterart. Insgesamt gibt es also 9 verschiedene. Momentan haben wir hier eine Giraffenherde von 8 Tieren. Und zwar haben wir 4 Giraffenbullen und ja dementsprechend auch 4 Giraffenkühe. Und was sie jetzt gerade machen, nämlich fressen, ist eigentlich auch so deren Haupt- und Lieblingsbeschäftigung von Natur aus. Also Giraffen sind im Freiland wirklich fast rund um die Uhr mit Fressen beschäftigt und dort in erster Linie auf alles aus, was so ein Baum zu bieten hat. Also natürlich Laub in großen Mengen, aber auch sehr gern Früchte, Blüten oder Rinde, wenn sie die bekommen können. Und in einigen Fällen ist es so, dass Giraffen auch mal Pflanzen vom Boden aufnehmen. Also entweder müssen da besonders schmackhafte Sachen zu finden sein. Hier im Zoo sind zum Beispiel Brennnesseln heiß begehrt, also da bückt sich so ziemlich jede Giraffe. Im Freiland ist es dann oftmals aber auch so, dass einfach die oberen Pflanzenregionen entweder nicht vorhanden sind oder schon kahl gefressen sind, sodass die Tiere dann im Grunde gezwungen sind zu weiden, wie das ja eher bei kleineren Huftieren normalerweise bekannt ist. Ja, wie gesagt, Giraffen sind von Natur aus fast rund um die Uhr mit Fressen beschäftigt, was man hier im Zoo natürlich auch nachstellen muss. Das heißt, sie bekommen hier draußen auf der Anlage 3 bis 4 Fütterungen, je nachdem, wie lange die also auch draußen sind. Und teilweise bedienen die sich auch ganz gern an den Bäumen und Büschen, die hier ringsrum stehen. Und sobald die Giraffen im Stall sind, haben die im Grunde wirklich Futter zur freien Verfügung. Sprich, die sind also auch nachts dann stellenweise mit Fressen beschäftigt. Dafür geht dann nochmal so ein schwaches Licht an, dass sie dann noch ein bisschen was sehen können. Aber trotzdem ja, müssen Giraffen natürlich auch mal schlafen zwischendurch. Wobei das immer nur recht kurze Phasen sind, also vor allem aus menschlicher Sicht, da wirken die doch ja extrem kurz. Das heißt, Tiefschlafphasen, die dauern also vielleicht mal 3-4 Minuten am Stück bei denen. Und wenigstens dafür sind sie dann auch mal gezwungen, sich hinzulegen. Also auch eine erwachsene Giraffe, die ja, muss sich wenigstens für diesen Tiefschlaf mal kurz ablegen. Was man so von der Körperposition am ehesten beschreiben kann mit einem Hund, der so im Platz liegt, außer dass die Giraffen teilweise noch den Kopf auf dem Rücken ablegen. Also die können sich wirklich einmal komplett ja, für diesen Tiefschlaf im Grunde zusammenklappen. Die restliche Zeit des Schlafes bei denen ist dann mehr so eine Art Ruhephase, so ein Dösen, die sie teilweise umstehen verbringen können. Was also typisch ist für die meisten Savannenhuftiere, die können sich also einfach aufgrund der Raubtiere nicht erlauben, ja, lange durchzuschlafen. Ja, das Futter neigt sich ja so ein bisschen dem Ende hier vorne anscheinend, aber trotzdem bricht da jetzt kein großer Streit zwischen den Tieren aus. Also die wurden auch alle aus einem Napf fressen und im Grunde warten, bis sie an der Reihe sind. Giraffen sind da also wirklich ausgesprochen friedliche Tiere, die erstmal untereinander sich sehr umgänglich sind. Und auch in Bezug zu anderen Tieren neigen Giraffen im Zweifelsfall eher zur Flucht als zum Angriff, was sie also besonders gut hier geeignet macht für so eine Tiervergesellschaftung. Die lassen also alles andere in Ruhe. Warum die jetzt so friedlich sind, hängt wahrscheinlich erstmal damit zusammen, dass Giraffen von Natur aus keine festen Reviere anlegen. Also die sind da zeitlebens im Grunde nomadisch unterwegs, haben also auch keinen wirklichen Besitzanspruch an ihre Gebiete, müssen da also nichts irgendwie verteidigen. Und dann sind Giraffen nicht so wirklich ja, straff organisierte Herdentiere. Also sie kommen zwar auch in Gruppen vor, aber das sind eher so eine Art lose Verbände, die meistens aus Kühen mit ihren Jungtieren bestehen. Oder aus sogenannten Junggesellenverbänden, was also auch huftiertypisch ist, dass die männlichen Tiere oftmals, ja ich sag mal im Teenageralter, sich eine Zeit lang noch zu sogenannten Junggesellenverbänden zusammentun und erst ab einer gewissen Reife dann entweder je nach Art zu Einzelgängern werden oder sich in kleinere Weibchengruppen erobern. Und innerhalb dieser Giraffengruppen wird auch keine wirkliche Rangordnung ausgekämpft, denn die richtet sich rein nach dem Alter. Das heißt, in der Regel ist also die älteste Kuh hier die ranghöchste. Ja, da komme ich mal ein bisschen zu den einzelnen Tieren in der Gruppe, bevor die sich jetzt hier alle völlig verabschieden. Die 3, die jetzt hier noch an dem Schattenpilz stehen, sind 3 von unseren Giraffenbullen. Wobei nur einer von denen noch zuchtfähig ist, und zwar der kleinste, der jetzt gerade nach vorne marschiert. Und zwar Matthias, er ist also auch der Vater hier von den 2 jüngsten Giraffen in der Gruppe.
Und die anderen zwei Bullen sind hier kastrierte Tiere. Da hat sich einfach der Zoo damals dazu entschlossen, die eben ja nicht mehr zur Zucht zuzulassen, die aber weiterhin als Herdenmitglieder hier laufen zu lassen. Und sodass die also ja, kastriert wurden. Bei den Bullen kann man auch langsam schön sehen, was so einen typischen Giraffenbullen ausmacht. Also ein Merkmal ist natürlich erstmal die schiere Größe. Giraffenbullen erreichen also eine Kopfhöhe von ca. 5,80 Meter bis maximal wohl 6 Meter. Das schafft eine Kuh also nicht ganz, sie wird ca. 4 bis 4,5 Meter groß. Die Bullen wiegen dann ungefähr 1 bis 1,5 Tonnen, was eine Kuh also auch nicht ganz erreicht. Die wird also nicht ganz so groß und am Ende auch nicht ganz so massig. Säbelantilopen mit den ja, langen namensgebenden Hörnern. Die Säbelantilope ist eigentlich mehr so eine Wüstenhandantilope. Also normalerweise eigentlich ja, weniger in der Savanne zu finden. Ist aber ein recht seltenes Tier, die in der Natur sogar schon ja, im Grunde völlig ausgerottet war aufgrund zu starker Bejagung. Aber der Merkel auch, jetzt muss ich auch nach Kuscheln auf.